damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas und PlayerGaddon. Ja, in der heutigen Folge hatte ich eigentlich vor, gegen einen Abonnenten von mir zu spielen. Leider ist er irgendwie nicht erreichbar. Das liegt auch daran, eigentlich hatten wir vor, um 6 Uhr zu spielen, aber das Problem war jetzt, mein PC hatte gerendert und mein PC kriegt nicht mehrere Sachen auf einmal hin, da mein PC total scheiße ist. Aber nun kann man nichts machen, um 7 war jetzt leider nicht erreichbar, obwohl er FIFA spielt da. Oh, passt doch. Direkt eine Spieleinladung von ihm bekommen. Ich wollte gerade schon anfangen für das neue Spiel. Passt. Passt aber 100 Pro. Wir werden jetzt schnell annehmen. Also wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Burak, wir müssen noch einmal spielen, ich weiß. Am besten, wenn du Skype hast, kannst du mich da anschreiben. Mein Skype-Account findet ihr in der Beschreibung. Also falls ihr irgendwelche Anliegen habt oder so. Schreib mich ruhig auf Skype an, ich bin erreichbar. Sei kein Hipster, sei ein Kongster. Bestes Trikot, ein großes, naja, halb großes Stadion hat der Marsum. So, FC Avenue. Avenues. Okay, Suarez, Griezmann, Rodriguez, Kroos, Modric, Pepe, Casillas, die anderen kenne ich nicht, hab keine Ahnung. Ich habe jetzt schon wieder etwas länger nicht mehr FIFA gespielt. Das liegt auch daran, die Lust vergeht mir langsam am Spiel, denn ich habe einfach keinen Reiz mehr, dieses Spiel zu spielen. Früher hatte ich viel mehr Bock, aber jetzt ist irgendwie der Reiz weg. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich werde es noch weiter durchziehen. Ich meine, FIFA 16 will ich auch Let's Playen, aber ich finde, FIFA hat dieses, ja, kann man großartiges Spiel sagen, dieses gute Spiel kaputt gemacht mit diesen Price Ranges. Kaum ein Mensch spielt das noch und ja, das ist ein bisschen schade, finde ich. Ach, dammit. Wollte ich mal auch versuchen, wie mein Gegner am letzten Spiel von hinten aufs Tor zu schießen, aber nun gut. Da wollte der liebe feine Masum ja direkt mit einem langen Pass durch die Verteidigung. Hey, Schiri, sure. Linksfuß brauchen wir da am besten. Ist Sanchez ein Linksfuß? Wo sieht man das eigentlich, ob die Linksfuß sind? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir, Alter, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben? Ja, ich will Sturridge war, ja. Einfach mal draufschießen, vielleicht treffen wir. Der Schuss war gar nicht so schlecht, muss man zugeben. Er ging aus Tor und wir haben eine Ecke rausgeholt. Und über Ecken sind wir meistens gefährlich. Ah, der Kopfball war nicht der beste, aber ging schon mal in Richtung Tor. Damit wir hier ein kleines Zeichen gesetzt haben im Kampf gegen Masum. Bam, Junge. Nein, Eriksen. No. That was not good. Ah, oh, boah, Alter. Eriksen. Ah. Die FIFA-Pause hat mir nicht gut getan und dieses Warm-Up-Match. Ja, dieses hatte ich nicht in diesem Spiel. Alter, wäre der Kopfball durchgegangen, ey. Sanchez ist leider nicht gelaufen. Ah, schicken können wir ihn auch nicht, fuck. Hier, dieses Zaccarinos. Einfach mal, ah. Der Pass ging nicht dahin, wo ich es wollte. Ich wollte es auf dem linken Flügel zu Schüle haben. Spielt Schüle oder wer spielt? Jetzt wird er, ah. Nice gepasst hier. Aber Klischee war dran. Konnte leider nicht gut klären und da ist der Ball ins Ausgegangen. Einwurf für Masum. Ich sag einfach mal deinen Vornamen. Ich meine, wenn man mit einem Vornamen kann man sowieso nicht viel anfangen und deinen PSN-Namen kann ich nicht aussprechen. Sturridge. Alter, was ist das für ein Huren-Schiri? Junge, Alter, da. Wenn jetzt ein Tor passiert, der Schiedsrichter ist schuld. Diggi! Oh, Schwein gehabt, ey. Oh, Sanchez, schön geholt. Jetzt werden wir auch ein bisschen über die Flügel versuchen. Ah, Fakometer. Nam, 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 nam. Die Kreativität im Angriff fehlt momentan. Ja, bam, Junge. Schön geholt. New. Scheiße. Wurde nichts draus, leider. Louis, der.
Okay, wird jetzt auch so eine... Nein, nicht mit Innenverteidiger raus. Innenverteidiger raus, gleich nicht gut. Ja, komm, am Arsch! Hat er mich nicht berührt? Hm, macht er sehr klug hier. Leider ist er was... Naja, was heißt hier leider, ne? Für ihn leider, für mich gut, ist der Pass angekommen. Der Pass war grottenschlecht. Der war grottenschlecht. Donge. Donge, was laber ich hier? Ah, der Schuss war leider nichts. Man merkt, dass er langsam am Drücker ist. Aber wir müssen hier gegenhalten, denn ich will das Spiel nicht verlieren. Das letzte Spiel hatten wir unentschieden gespielt. War nicht in der Aufnahme, sondern privat. So, und das letzte Spiel war ja ihm mit ihm in der Aufnahme. Sturridge schön. Oh, Sturridge. Sanchez. Eriksen! Leider hat er sich nicht durchgekämpft mit dem Kopf, aber macht ja nichts. Boom, 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 Gadegeke, boom, boom, boom. Das war klar, dass das machen wird. Alter, ein Glück war das kein Freistoß. Ich hatte schon Situationen, wo sowas zum Elfmeter geführt hat, obwohl das noch nicht mal im Strafraum war, aber das ist hier FIFA. Oh, wieso haben wir keinen Walker am Spielen? Ah, schön geblockt, wer auch immer das gewesen sein mag. Zabaleta schön aufgefangen und jetzt wird nichts mit dem Konter. Sind schon zu viele von ihm hinten. Touré, richtiges Tier, auch wenn er gerade nichts Besonderes gemacht hat. Aber im Allgemeinen ist er ein Tier. Oh, ich hätte durchlaufen können, aber ich dachte, er... durchschaut meinen Trick. Naja, was heißt der Trick, ne? Meinen halben Skill und ja, sehr nice. Da wird er sich wahrscheinlich aufgeregt haben über diesen Pass. Verständlich. Yo, Schüle danced hier ein bisschen ab. Alter, das sind immer geile FIFA-Bugs. Come on, baby. Come on. That's not good a pass. Schürle. Damn it! Boom! Sturridge 1-0. Bam, Junge! Hey. Das haben wir uns schön erkämpft. Ja, komm, ich bin nicht so ein Drecksack und lass laufen. Jetzt wieder durch. Laufen, zumindest es versuchen. Ja, nein, aber man merkt schon, dass er ein bisschen agro ist. Come on, schön geklärt, Klischee. Ja, das war... ein kleiner Fehler von ihm und schon wurde es bestraft. Also ich hatte schon... Klischee! Not good. Ah. Ja, Junge, wo ist denn die... Verteidigung! Da habe ich aber Glück gehabt. War aber ein kleinerer Fehler. Come on, Baby Sanchez, lauf! Gib Gummi, zeig dein Pace. Reinflanken. Abseits. Wär's gewesen... Sturridge paced hier durch. Versucht es zumindest. Schön klärt Mangala. Und jetzt Schürrle. 40. Minute. Kriegst du nochmal so einen Pass hin? Dors ist hier die Frage. Schürrle. Leider wurde das nichts. Jetzt vielleicht etwas über den Eckball. Ah. Baby, wurde nichts. Wurde leider nichts. Ah. Ach, Baby. Come on. Lauft, kleine Jungs. Lauft. Na, damn it. Bam, Junge. Schön geklärt. Im letzten Moment. Ich klär sehr oft im letzten Moment. Bekommt Schüler den Pass leider nicht, aber Touré, richtiges Tier. Nur der Pass am Ende... Ah, Halbzeit. Jo, 1-0. Geht das 1-0 in Ordnung? Wir sind relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Wir gucken uns mal kurz die Statistik an und dann können wir gucken. Der Schuss sollte mit einem Außenriss geschossen werden, aber wurde zum Glück ungefährlich. 50-50 Schüsse aufs Tor. Ich habe eins, er hat einen Schuss und ich zwei Schüsse. Zwei Kämpfe habe ich mehr gewonnen. Alles in einem kann man sagen, eine sehr ausgeglichene Partie. Ja, hoffen wir mal auf die nächsten 45 Minuten.
Ich würde sagen, ja, die Führung ausgeglichen geht verdient, ne? Also ich hatte die halt eine Chance mehr und die habe ich dann genutzt. Oh, ja, jetzt habe ich aber Schwein gehabt. Sturridge läuft und verliert den Ball. Oh. De Le Feu läuft. Ja, zwei Verteidiger kriegen es nicht geschissen, einem Angreifer den Ball abzunehmen. Aber Digi, diese Abwürfe von Digi, die kannst du sowas von in die Tonne treten, wirklich. Der trifft nie. Cech hat solche Abwürfe, da denkst du dir so, boah, richtig geil. Bei Digi denkst du dir nur so, bitte kommt er an. Oh, halb geskillt hier. Jetzt hat Schürrle, der hat Pace. 2 zu 0. Bam, Junge. Jetzt müssen wir das noch halten. Ich weiß nicht, sollen wir auf Defensiv stellen? 2 zu 0 ist immer so ein trügerisches Ergebnis. Schießt der Gegner ein Tor, schon gerät so in Druck. Ja, jetzt ist er aggro. No, Diggi, du Tier. Ich kann das gar nicht ab, wenn man gerade ein Tor geschossen hat und dann der Gegner versucht, durchs Mittelfeld durchzupacen. Meistens klappt das auch, da man relativ nervös ist und nicht die Ruhe bewahrt, wie im Normalfall. Sehr nice, der Kopfball. Alter, ich habe so viel Glück. Lack. Abseits. Ja, leider. Hat man schon im Ansatz gesehen. Wer war das? Touré? Ja, Touré ist das. Leider, sonst hätte man schön lupfen können, wer mit dem Torhüter rausgelaufen. Jetzt lässt er sich da einen Spieler... Ah! Das war nice. Das war richtig nice gemacht von ihm. Drei Spieler standen frei und man musste sich für einen entscheiden. Ja. Company, was war das denn für... Alter, mach mir keine Angst, Digga. Ah, das war eigentlich relativ schön gespielt. Leider wurde... Ah, Eriksen hat schön gekämpft. Leider wurde das am Ende nichts mehr. Schürrle, I love you. You are so beautiful. Sturridge. Ah, schön abgefälscht. Vom Verteidiger. Ja, Rückpass würde ich jetzt das nicht nennen, ne? War ja nicht mit Absicht. Rückpass gilt ja nur als Foul, wenn man das mit Absicht macht. Ach, damn it. Ach, aber wo passen die denn immer hin? Ein Glück sind die Pässe wenigstens angekommen, ey. Niu. Ach, verdammt. Jetzt muss ich aufpassen. Über die Flügel versucht der es. Schön aufgefangen. Och, wenn man ein Konter machen will, dann passt man nicht zurück, Sturridge. Ja, Schürrle hat ein bisschen Platz, aber das reicht leider nicht zum Flanken oder Schießen, weil auch keiner mitgelaufen ist. Egal. Aus. Sehr nice. Wenn wir so weiterspielen mit der Leistung, kann das sowas werden mit dem Sieg. Aufnahmeglück. Ah, aber die Passgenauigkeit, die ist bei mir zu niedrig. Wenn die nicht genauer wird, dann kann man sich... Was? Was? Was habe ich denn gemacht? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit für ihn. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Oh, Nebenstor. Okay, das war zu weit, glaube ich. Ich habe gar nicht gesehen, was es gerade für ein Foul war, aber... Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Ein Glück ist Touré so groß. Der ist 2 Meter oder so groß, ey. Das ist richtig heftig. Ist ein richtiges Tier auf jeden Fall. Sturridge auch, der ist irgendwie zu OP. Viele haben sich ja auch beschwert, dass er zu stark sei für sein Rating. Naja, kann ja auch nur mit... Dumm, dumm, 13-0. Woo, das ist ein Spiel. Das ist ein geiles Spiel. 3 zu 0. Geiler Scheiß, würde ich sagen. Geiler Scheiß. Ohne Warm-Up-Match. Geil, Alter. Heute bin ich gut drauf in FIFA.
Und hier will er skillen. Er spricht immer in der Schule. Ich kenne ihn im Übrigen persönlich vom Momentum. Yo. Aber das lag jetzt daran. Nicht am Momentum, nein. Ich kann das halt nicht verteidigen, wenn einer vom Mittelfeld aus durchläuft. Egal, zwei Tore haben wir wieder Vorsprung. Müssen wir packen. Also wenn man 3-0 fühlt, müsste man es im Normalfall packen. Wenn wir jetzt nicht zu einem großen Fehler machen, hier noch ein bisschen in der... Och! Das war scheiße. Das war sowas von scheiße. Das scheiße Level ist hier über 9000. Digga. Oh, Junge, lauf doch! Klischee. Hä? Was war das jetzt schon? Ja, komm. Am Arsch. Was ist für ein Schiedsrichter, Alter? Mangala, schön geklärt. Oh, wo ist denn Sturridge? Sturridge! Ja, Sturridge, wäre geil, wenn du auch da wärst, aber nein. Ey, ey, ey. Schön geklärt, weg damit. Sehr nice. Oh, das gibt's doch gar nicht, dass wir jetzt nichts mehr geschissen bekommen, Alter. Jetzt wird er wahrscheinlich eher R1 Kreis machen. Aber De Gea hat gehalten, das war wirklich ein R1 Kreisschuss. War irgendwie klar, dass er es machen wird. Aber ja, wer wird sowas in dieser Situation nicht machen? Wir müssen das Ergebnis jetzt halten. Die sollten nicht so nah ans Mikrofon gehen. Ich will sie knutschen. Au. Schön geklärt, würde ich... Ja. Ja, okay, über einen Einwurf soll ich mich nicht so stark beschweren wie über einen Freistoß. Damit. Ja. Zu wen? Da. Ja, am Arsch. Weißt du, wenn ich sowas mache, ist es faul, aber... Nee, kein Bock drauf. Das sind wieder solche Volksbank-Schiris. No! Ach, Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Ey, diese Pässe, die sind unterirdisch. Bam, Junge. Wenn der ins Ausgeht. Da würde ich zu einem Rage-Kiddy geworden. Da würde ich... Ach, Sturridge hätte man auch besser machen können. Egal. Fünferreihe steht. Nice one. Vector. Oh, Mangala oder Klischee. Oh. Wenn ich sehe, wie die verteidigen. Das ist für mich keine Verteidigung mehr. Das ist für mich... Oh, so, er hat sein Torhüter rauslaufen lassen. Mann, Sturridge! Was war das? Freust du? Mann! Du Motherfucker. Ey, ich hätt noch laufen müssen. Sturridge hätte das Pace-Duell gewonnen. Ich habe gar nicht gesehen, dass er sein Torhüter mit rauslaufen lassen hat. Ja, komm. Ein Torschuss noch. Komm. Ah, fuck. Egal, 3-1 gewonnen, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja, zum Ende hat nochmal Druck gemacht, aber alles in einem kann man sagen, der Sieg ist eigentlich relativ verdient. Vielleicht hätte er noch ein Tor schießen können, aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig noch einen Daumen. Wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ich habe gerade sehr schnell gesprochen. Hashtag Thomas macht Eiblali Konkurrenz. Nein, Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.